Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du, wie du gesünder und vermutlich länger leben wirst durch Spiritualität. Und für den einen oder anderen mag das klingen wie ein Clickbait, kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz sind die Inhalte, die ich hier in diesem Video mit dir teile, dafür verantwortlich, dass nicht nur ich um einiges gesünder bin als noch vor einigen Jahren, sondern etliche Menschen weltweit ebenfalls. Wie das funktioniert, lernst du eins zu eins hier in diesem Video, worauf du achten musst, was du wissen musst. Vorab, wenn dich das Thema Spiritualität interessiert im Allgemeinen, dann klicke unter diesem Video neben dem Abonnieren-Button auf die Glocke. Das führt nicht nur dazu, dass du immer die neuesten Inhalte direkt angezeigt bekommst, sondern dass der YouTube-Algorithmus meine Videos überhaupt erstmal mehreren Menschen zur Verfügung stellt, was dazu führt, dass sie mehrere Menschen auch bekommen. Das soll es gewesen sein mit dem kurzen Werbeeinschub und jetzt direkt straight in die Inhalte. Gesundheit ist eines der meiner Meinung nach spannendsten Themen, denn der Philosoph Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, meist belehrt uns erst der Verlust über den Wert der Dinge. Und ich glaube, es gibt wenige Bereiche im Leben nur, wo uns das so deutlich wird wie bei der Gesundheit. Wir sind die ganze Zeit gesund und glauben, dass uns verschiedene Sachen im Leben fehlen. Aber spätestens, wenn wir krank werden, haben wir nur noch einen einzigen Wunsch. Spätestens, wenn ein Familienangehöriger krank wird, haben wir nur noch einen einzigen Wunsch. Und es scheint, als wenn sich spätestens in diesem Moment die Prioritäten für unser Leben komplett auf den Kopf stellen, als sei alles andere sekundär, alles andere egal und nur noch eine Sache sei wichtig. Es ist ja irgendwie paradox, dass wir in dem Moment, wo wir gesund leben, nicht das gleiche Maß an Dankbarkeit haben für unsere eigene Gesundheit, wie wir Trauer darüber haben, wenn wir die Gesundheit nicht mehr haben. Und solange wir gesund sind, ist das Thema vielleicht gar nicht so interessant für uns. Aber der Punkt ist ja, dass sämtliche Krankenhäuser in Deutschland sind voll mit Menschen, die glauben, dass ihnen nichts passieren kann. Die sich keine Gedanken darüber machen. Die glauben, ja, mir passiert schon nichts und dann werden sie krank beispielsweise. Und um das zu vermeiden, gibt es einige Punkte, die wir beachten sollten und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Der erste Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen würde, ist unser evolutionär geprägtes Belohnungssystem. Es sieht so aus, dass wir, als wir noch in kleinen Stämmen zusammenlebten, keine Gedanken darüber machen mussten über gesunde Ernährung, über Kalorien oder über irgendwas anderes. Zum einen hatten wir natürlich seinerzeit das Wissen noch nicht, zum anderen ging es da immer nur ums Überleben, es ging um die nächste Mahlzeit. Wir haben erfolgreich gejagt, waren glücklich, wir haben gegessen, waren glücklich, wir haben den Tag überstanden, waren gegebenenfalls glücklich. Das heißt, wir hatten einen immediate return, wir hatten eine sofortige Belohnung. Heute ist das anders. Wir haben ein sogenanntes Delayed Return System. Das heißt, in ganz vielen Bereichen haben wir so viel Wissen mittlerweile, dass wir wissen, wie wir handeln müssen, um nachhaltige Ergebnisse zu bekommen, längerfristige Ergebnisse zu bekommen, um gesünder zu leben oder ähnliches. Diese Sachen, die wir machen müssen, um dann langfristig eine höhere Gesundheit zu gewährleisten, sind aber eben nicht mehr, wie damals, als unser Belohnungssystem entstanden ist, an sofortiges Glück gekoppelt, an ein immediate return, sondern ganz viele Sachen, die wir heute machen können, um für eine nachhaltigere Gesundheit zu sorgen, sind mit einem verzerrten, mit einem delayed return verbunden. Das heißt, du machst heute Sachen, die dich eben nicht glücklich machen, die dich nicht befriedigen, wie der Riegel Schokolade oder die schnelle Pizza, sondern erst einige Monate, Wochen, vielleicht aber auch Jahre später. Und das ist die erste Herausforderung, die wir haben. Denn wir neigen immer noch dazu, dieses
Instant-Glück bekommen zu wollen. Wir wollen jetzt glücklich sein und nicht erst später. Wir wollen jetzt heute Abend glücklich sein, also wollen wir Chips essen, vielleicht ein Bier trinken, wir wollen Netflix gucken. Wir wollen jetzt gerade glücklich sein und wir wissen, wenn wir jetzt joggen gehen würden, dann wäre das erstmal anstrengend, das wäre unbequem, vielleicht ist nicht das ideale Wetter. Also sind wir jetzt instant viel glücklicher, wenn wir einfach zu Hause bleiben, wenn wir die Beine hochlegen, wenn wir nichts machen, wenn wir vielleicht auf YouTube unterwegs sind. So. Und das führt dazu, dass wir, ne, ich zitiere seit Jahren den Satz von Goethe, jeder will sein, aber keiner will werden, dass obwohl wir alle gemeinsam den Wunsch haben, ein möglichst langes und gesundes Leben zu führen wahrscheinlich, nicht entsprechend handeln, sondern ganz oft Sachen vorziehen, die eben in eine andere Richtung führen, wenn wir regelmäßig uns gegen den Sport entscheiden, für das Fastfood, für die Süßigkeiten und so weiter, dann wissen wir mittlerweile, dass das der Gesundheit langfristig nicht zuträglich ist, beziehungsweise wahrscheinlich sogar kontraproduktiv ist. Jetzt ist der Punkt folgendes. Ich habe eben mal aus Spaß gegoogelt, was man machen muss. Ich mache es auch jetzt gerade hier nochmal. Gesund leben. Was kommt dann dabei raus? Ne? Wenn man Empfehlungen bekommt für ein gesundes Leben, dann stehen hier Sachen wie: Bewegen Sie sich regelmäßig an der frischen Luft, ernähren Sie sich achtsam und ausgewogen, gönnen Sie sich ausreichend Schlaf, nehmen Sie Genussmittel nur in Maßen zu sich, rauchen Sie nicht und so weiter. Und mir ist aufgefallen, ich war einige Zeit lang, und der eine oder andere wird es wissen, als Fitnesstrainer aktiv. Ich habe selbst seinerzeit 40 Kilo abgenommen, war dann extrem muskulös eine Zeit lang. Und bei dieser Veränderung ist mir eine Sache aufgefallen. Es mangelt uns nicht am Wissen. Nichts davon, was ich dir gerade vorgelesen habe, Bewegung an der frischen Luft, eine ausgewogene und achtsame Ernährung, ausreichend Schlaf und nicht rauchen. Nichts davon wird dir neu sein. Nichts davon, was ich dir vorgelesen habe gerade, ist irgendeine Information, wo du denkst, daran hat es gelegen die ganzen Jahre. Das ist nicht so. Es mangelt nicht an den rationalen Informationen. Das ist nicht der Punkt, woran es scheitert. Deshalb sind diese Tipps auch immer zwar richtig, aber nicht unbedingt die eigentliche Krux, woran es scheitert, warum wir diese nicht umsetzen. Und da kommt das Thema Spiritualität ins Spiel. Denn woran es oftmals scheitert, sind Sachen wie Achtsamkeit, Disziplin beispielsweise und andere geistige Aspekte, die dazu führen, dass wir uns nicht regelmäßig an der frischen Luft bewegen, nicht ausgewogen ernähren oder beispielsweise Genussmittel nicht nur in Maßen zu uns nehmen. Das heißt, ich war in meiner Zeit als Fitnesstrainer einige Jahre aktiv und da ist mir aufgefallen, im Januar waren die Fitnessstudios immer brechend voll, im Februar oder März schon wieder halbwegs leer. So, keiner, der sich im Januar angemeldet hat, ist da rangegangen mit der Einstellung, jetzt ziehe ich mal 3 Wochen durch und dann lasse ich es wieder sein. Das passiert nicht, sondern es ist ganz oft so, dass Menschen Sachen anfangen und wenn die nicht ihre immediate returns bekommen, die sofortigen Ergebnisse, dann ist das eine der Punkte, warum viele dann irgendwann sagen, okay, es ist mit Schmerz verbunden, mit Überwindung verbunden, mit Veränderung verbunden, mich ins Fitnessstudio zu schleppen. Ich bekomme aber nichts dafür raus. Wenn ich aber Netflix gucke, mich nicht bewege, Pizza esse, Schokolade esse oder ähnliches, dann bekomme ich etwas dafür. Das ist kein bewusster Gedanke, sondern das ist das oftmals, was unbewusst dann abläuft in uns. Dann wird Letzteres oftmals präferiert. Und warum ist jetzt Spiritualität wichtig dabei? Weil du bist der Kapitän deines eigenen Schiffes.
Wir reden manchmal über diese Sachen, die wir eigentlich wollen und dann nicht machen, als würde irgendwie eine höhere Kraft oder irgendwer Drittes uns steuern oder lenken. Ja, ich wollte das eigentlich, habe ich dann aber nicht gemacht. Oder ja, ich weiß auch nicht, irgendwie war ich nach ein paar Wochen nicht mehr da. Oder eigentlich wollte ich abnehmen, aber jetzt mache ich XY. Oder ja, ich weiß, ich wollte mich eigentlich gesünder ernähren, aber jetzt mache ich das. Das klingt manchmal, als wenn wir davon ausgehen, dass wir das gar nicht selbst in der Hand hätten. Als wenn es irgendetwas ist, was in uns ist und dazu führt, dass wir Süßigkeiten essen, Alkohol trinken, uns nicht bewegen oder ähnliches machen. Der Punkt ist, beides sind aber wir. Sowohl derjenige, der die Entscheidung trifft, eigentlich gesünder leben zu wollen, sind wir, als auch derjenige, der die Entscheidung trifft, dann Sachen zu machen, die dem kontraproduktiv gegenüberstehen, sind auch wir. Das heißt, beides sind wir. Es ist nicht so, dass das eine wir sind und dann werden wir gesteuert von irgendetwas anderem, was uns dann in eine andere Richtung führt. Und da kommt nämlich das Thema Spiritualität und vor allem Achtsamkeit ins Spiel. Denn wir sind, und das ist der nächste Punkt, so gesteuert oftmals von einer automatisierten und zum Teil unbewussten Lebensführung, wo wir das machen, was wir immer schon gemacht haben, dass wir gar nicht mitbekommen manchmal, was wir gerade überhaupt machen. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen, man ist im Auto unterwegs und fährt eine Strecke, die man jeden Tag fährt vielleicht, der Weg zur Arbeit und setzt sich ins Auto und auf einmal merkt man, ich bin ja schon da, ne, werde die letzten 20 Minuten das Auto gefahren, so ungefähr. Das heißt, in dem Moment sind wir unbewusst. Wir machen Sachen, die automatisiert sind, die wir immer schon gemacht haben und merken das in dem Moment gar nicht. Wenn wir Gewohnheiten verändern wollen, dann ist Achtsamkeit meiner Meinung nach einer der wichtigsten Eigenschaften, die dazu führen. Denn wenn wir uns die letzten Jahre ungesund ernährt haben, dann ist das, wie man im Volksmund sagt, in Fleisch und Blut übergegangen. Wir machen es automatisiert. Wir sind dabei nicht mehr bewusst. Und wenn wir dieses Muster, diese Gewohnheit brechen wollen, ist es unumgänglich, dass wir uns genau diesen Dingen in den Momenten bewusst werden. Und das ist ein Prozess, und das ist ein Prozess der Achtsamkeit. Das heißt, das nächste Mal, wenn, nehmen wir an, Person A ist regelmäßig abends auf Netflix unterwegs oder auf YouTube unterwegs, trinkt regelmäßig abends ein Sektchen oder ein Bierchen und das ist eine Verniedlichung, das ist nicht gut, sagen wir einen Sekt oder ein Bier und isst eine Tüte Chips dabei oder Schokolade, je nachdem, was diese Person dann präferieren mag. Wichtig ist in diesem Moment für diese Person Achtsamkeit deshalb, weil man oftmals schneller die Tüte Chips oder das Bier oder den Sekt geöffnet hat, wie einem überhaupt bewusst wird, dass das eigentlich nicht das ist, was man langfristig wollte. Also geht es darum, so achtsam zu sein, den Alltag über, im Hier und Jetzt zu sein, zu gucken, was man gerade macht und was man gerade tut, dass man diese kontraproduktiven Muster, die dem eigentlichen Ziel, in dem Fall gesünder zu leben, zuwider sind, bricht. Und zwar aktiv bricht. Und das klappt nicht von heute auf morgen. Achtsamkeit ist eine Sache, die gelernt werden muss, ähnlich wie Fahrradfahren. Wie du das machen kannst, ist beispielsweise über Meditation. Wenn du meditierst, dann ist das quasi eine Art Übung für die Achtsamkeit im Alltag. Du übst dich in 15 Minuten am Tag beispielsweise in Achtsamkeit, sodass du die nach Möglichkeit auf den Alltag abstrahieren kannst und nach Möglichkeit deinen Alltag achtsamer lebst. Wenn du deinen Alltag achtsamer lebst, dann passiert Folgendes. Du wirst vielleicht abends auf dem Sofa sitzen und auf einmal den Weg in die Küche machen, die Chipstüte und das Bier in der Hand haben und dann in dem Moment auf einmal wie so ein Geistesblitz haben und merken, warte mal, nee. Während man vorher vielleicht so unbewusst war, dass man erst gegessen hat und dann dachte,
Eigentlich wollte ich das nicht mehr. Wird es dann so sein, dass du vielleicht die Chips und das Bier in der Hand hast und merkst, okay, ich kann das jetzt essen. Und das ist mir ganz wichtig, dass du das weißt. Es geht nicht um Verbote oder Regeln. Da bin ich nie ein Freund von. Du kannst das tun. Aber tue das in dem Bewusstsein dahingehend, dass das zuwider ist deiner eigentlichen Ziele. Das ist der eigentliche Punkt. Und umso bewusster du dir genau darüber bist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das tun wirst. In meinem Fall war das so, als ich mir wirklich bewusst war damals, wo ich mich hinentwickeln möchte, hatte ich ja auch immer noch die Freiheit, andere Sachen zu essen und so weiter. Aber es war jedes Mal mit Schmerz verbunden, weil ich wusste, warte mal, klar kann ich das jetzt essen, aber ich schneide mir damit ins eigene Fleisch. Es ist, als würde ich sagen, ich möchte nach Amerika, aber steige ins Flugzeug in Richtung Asien. Es führt einfach in die falsche Richtung. Und ich wusste das. Und umso mehr du weißt, was du wirklich willst, umso genauer kannst du die Dinge tun, die genau dorthin führen. Diese Inhalte hier in diesem Video und die Achtsamkeit, die als grundlegendes Gerüst über diesen ganzen Veränderungen und Veränderungen der Gewohnheiten steht, ist nicht nur zuträglich für ein gesünderes und damit auch höchstwahrscheinlich längeres Leben, sondern kannst du genauso in alle anderen Bereiche im Leben übertragen. Da geht es nicht nur um Ernährung, da geht es genauso um Sport, da geht es genauso um berufliche Disziplin oder beruflichen Erfolg. Denn das ist nichts anderes. Die Menschen fragen sich, wie werde ich beispielsweise beruflich erfolgreicher? Ja, indem man mehr macht. Aber wie kann man mehr machen? Ja, indem man achtsamer ist, indem man sich nicht so schnell ablenken lässt. Es gibt ein schönes Buch von Cal Newport namens Deep Work. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, konzentriert arbeiten. Da wird sogar gesagt, dass dieser Fokus beim Arbeiten und diese Achtsamkeit dabei, sich nicht ablenken zu lassen, eines der wichtigsten Eigenschaften ist in unserer lauten Welt des 21. Jahrhunderts. Denn das ist oft nicht mehr möglich bei diesen 1000 Push-up-Benachrichtigungen, E-Mails, Benachrichtigungen von YouTube, von Netflix, von Amazon, von unserem Arbeitgeber und so weiter und ganz abgesehen von den ganzen privaten Anrufen, WhatsApp-Nachrichten etc., die wir bekommen. Das ist die eigentliche Herausforderung im 21. Jahrhundert, wenn es um beruflichen Erfolg oder konzentriertes Arbeiten geht, sich nicht ablenken zu lassen. Und auch das ist ein Lernprozess. Wenn du jahrelang gearbeitet hast mit den Benachrichtigungen in allen Browserfenster offen, den Benachrichtigungen auf deinem Handy, mit deinem Handy auf laut oder auf dem Schreibtisch liegend, dann ist auch das genauso eine Gewohnheit, die es zu verändern gilt, wie bei der Ernährung, um andere Ergebnisse in sein Leben zu ziehen. Und da erzähle ich dir nichts Neues. Wenn man Dinge in seinem Leben haben möchte, die man noch nie gehabt hat, dann ist es notwendig, Dinge zu tun, die man noch nie getan hat. Man muss Dinge verändern. Wenn man das nicht tut, wird man immer dieselben Ergebnisse bekommen, wie man bereits die Jahre zuvor bekommen hat. Und das ist ja ironischerweise genau das, was man nicht möchte. Also dieses Grundgerüst, was ich hier in diesem Video mit dir geteilt habe, kannst du auf alle Lebensbereiche übertragen. Und das ist der einzige Weg, meiner Meinung nach, für eine nachhaltige Veränderung. Die ganzen Sachen in der Umsetzung, die weißt du ja. Du weißt ja, dass es besser ist, dich nicht ablenken zu lassen, wenn du fokussiert arbeiten möchtest. Du weißt ja, dass es besser für dich ist, gesundheitlich dich ab und zu in der frischen Luft zu bewegen oder keinen industriellen Zucker zu essen oder whatever. Ne? Aber wie du es schaffst, diese Muster, die kontraproduktiven Gewohnheiten zu brechen, das ist meiner Meinung nach die eigentliche Stellschraube, an der wir drehen müssen, um diese ganzen Tipps, die wir ja schon wissen, dann final umsetzen zu können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke auf die Glocke und schreib gerne in die Kommentare unten, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast oder irgendwas unklar war. Ich hoffe, ich kann auf jeden Kommentar antworten. Ich bin immer stets bemüht, das möglichst zeitnah auch zu machen. Wünsche dir nur das Beste bis dahin. Adios.